Adressen kaufen oder recherchieren. Hallo, ich grüße euch mal wieder zu einer weiteren Ausgabe von Kleincoaching und Consulting Services hier aus München. Und heute geht es um das Thema B2B-Telefonakquise, Telemarketing und ja, das manchmal etwas komplizierte, leidige, schwierige Thema Adressen kaufen, mieten oder selbst recherchieren oder recherchieren lassen, beziehungsweise das Profiling als Teil der Kampagne der Marketingagentur, der Telemarketingagentur sozusagen zu beauftragen. Und da sind wir auch schon bei den prinzipiell zwei Möglichkeiten, die es eben hier gibt. Ja, zum einen, ich schalte nochmal eine Schnittstelle dazu, einen Adressbroker, sogenannten Listen- oder Adressbroker. Hier kann ich im Internet, wenn ich google, zum Beispiel im B2B für 1200 irgendwas Maschinenbauunternehmen für 200-300 Euro kaufen. Ja, ganz offiziell die Preislisten dort. Oder einfach, ich kann etwas individueller und schon konkreter das Ganze in die Marketing-Kampagne verpacken als Profiling und Recherche- und Profiling-Package. Also viele der guten, renommierten Telemarketing-Agenturen, die bieten das an. Ja, und zwar ganz konkret auf die Kampagne, auf den Anbieter bezogen. Ja, denn viele Agenturen haben natürlich auch schon ein Reservoir an Adressen zur Verfügung, aber die vielleicht dann eventuell nicht explizit genau, die müssen dann auch wieder erst gefiltert werden und so weiter und so fort. Und vielleicht nicht genau auf die Zielgruppe 100-100% zugeschnitten sind. Ja, also das sind dann eigentlich die zwei Möglichkeiten, die man hat. Ich werde es in meinem Blogbeitrag auch noch ein bisschen genauer umschmücken, also ausführen, welche Möglichkeiten es genau gibt, auf was man genau achten muss oder sollte zumindest. Die Frage stellt sich halt einfach der Kosten und der Zeit, weil Zeit ist ja Geld, ja. Aber natürlich, wenn man sich Adressen irgendwo kauft, ja, von einem Drittanbieter, ja, der hat dann nicht das Problem, dass er mit diesen Adressen dann auch arbeiten muss. Und das ist eben der große Nachteil, einer der großen Nachteile. Ja, Vorteil natürlich, man hat schnell viele Adressen erstmal da, aber die Qualität dieser Adressen lässt dann teilweise doch zu wünschen übrig. Und das wiederum hat dann die Folge, dass sich dann der Akquiseprozess, also das ist eigentlich ein Telemarketing, dann wiederum verzögert und viel mehr Zeit kostet, als wenn man ein solides Profiling- und Recherche-Package gleich vorab als Teil des Ganzen in der Marketingagentur direkt mit hinzubucht. Ja? Und letztendlich hat man dann eigentlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat dann die perfekten Adressen und Kontakte und gleichzeitig auch derjenige, der die recherchiert hat, ja, letztendlich ruft sie dann auch gleich an. Ja? Und das ist also quasi ein Workflow, ein Prozess. Man muss nicht irgendwie extern irgendwelche Daten wieder einspielen in ein anderes CRM und so weiter und so fort. Also jede Schnittstelle, ja, ergibt wieder zusätzlichen Aufwand. Und das sind einfach so die Nach- und Vorteile. Und man sollte auch nie unterschätzen, dass ja auch gekaufte Adressen Geld kosten und die besseren gekauften Adressen auch bis zu 3 Euro für einen Kontakt teilweise verlangt wird oder letztendlich kosten. Und wenn ich jetzt das Ganze als Profiling und Recherche-Package, ja, in meine Telemarketing-Kampagne integriere, ja, und dass ich das genau ausrechnet, dann kostet mich ein beim guten Agent, ja, oder Akquisiteur, kostet mich letztendlich ein recherchierter Kontakt auch teilweise nicht mehr wie 4 Euro oder sowas in der Richtung. Ja. Das heißt, vielleicht 1 Euro mehr und letztendlich rechnet sich das dann über Faktor Qualität, ja, das in der Regel dann auch wieder. Ja. Also ein Adress kaufen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich spreche einfach nur aus eigener Erfahrung und
Ja, so viel und so weit gut dazu. Zu diesem Thema, wie gesagt, ein bisschen ausführlicher in meinem Blog. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht meinen YouTube-Kanal abonnieren oder ja, mir ein bisschen Feedback, meinetwegen auch in die Kommentare schreiben und so weiter. Und dann ja, freue ich mich wieder aufs nächste Mal mit euch. Das nächste Video, ich weiß noch nicht, welches Thema es genau sein wird. Schauen wir mal. Vielleicht wieder B2B-Telemarketing und dann viel Erfolg auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein und bis dann. Tschüss.